am 6. Sonntag nach Trinitatis am 20. Juni 2010 mussten wir von unserem alten Geläut Abschied nehmen, das der Gemeinde bis dahin 61 Jahre gedient hat. Seit den Tagen der Glockenabnahme wurde nun zu allen Werktagen, an allen Sonntagen und allen Feiertagen treu die eiserne Mittelglocke von Hand geläutet. Das waren 650 Tage, oft auch mehrmals. Dafür jetzt zuallererst den Handläutern ein ganz herzliches Dankeschön. Und allen Nachtläutern sei verziehen. Heute nun am 31. März 2012, dem Vorabend des Palmsonntags, nehmen wir das neue Geläut unserer St. Johanneskirche in den Dienst, und es ist für uns alle, denke ich, ein ganz besonderer Tag. Jetzt zuerst erklingt die Silberglocke. Sie wird ja in dem neuen Geläut mitklingen können, weil sie von der Abstimmung her jetzt mit dazugehört. Sie wurde 1522 zur Gründung von Scheibenberg gegossen. Sie diente in alter Zeit dazu, Gottesdienste einzuläuten und während der Woche den Bergleuten Zeichen und Signale zu Schichtbeginn und Schichtende zu geben. Sie ist, nach allem, was wir wissen, eine der ältesten überhaupt noch erhaltenen Bergglocken Deutschlands auf einer Kirche. Die lateinische Umschrift der Silberglocke, die wir jetzt noch nicht sehen können, lautet Ave Maria Gratia Plena Dominus Tecum. Das bedeutet: Sei gegrüßt, Maria, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Das erinnert daran, dass Maria sich Gott überlassen hat, dass sie Ja gesagt hat zu seinen großen Plänen. Sie stärkt in uns die Gewissheit, der Herr, unser Gott, ist immer da und erlebbar, wenn Menschen sich ihm anvertrauen. Diese Glocke ist im Jahre 2010 der Firma Lachenmeier in Nördlingen restauriert worden. Ausgeschlagene Stellen und Bohrlöcher wurden geschlossen und aufgeschweißt. Dann wurde die Glocke in einen neuen Glockenstuhl ganz oben in der Laterne unserer Kirche aufgehängt. Klöppel und Antrieb wurden neu versehen. Und ich denke, jetzt hören wir die Silberglocke mal sehen oder mal hören. Zuerst hören wir die kleine Glocke vom neu gegossenen Geläut, die Martin-Luther-Glocke. Durch ihn sind wir neu auf Jesus Christus hingewiesen worden und wie er sollen wir mutig und treu den Weg des Glaubens gehen. Diese Glocke hat mehrere Aufgaben. Diese kleinste Glocke, ich glaube, wenn wir es jetzt richtig sehen, ist es dann, oder mal gucken, diese hier. Sie hat mehrere Aufgaben. Sie ist die Tauf- und Bekenntnisglocke. Sie ist die Alltagsgebetsglocke, die nun immer frühmittags und abends erklingen soll. Ihr Hauptton ist G1 und das Bild, was wir sehen, ist Jesus Christus als der gute Hirte. Auf der Rückseite steht St. Johannes Scheibenberg 2010 und darüber sehen wir die Lutherrose. Sie ist das Symbol, das Martin Luther einmal so beschrieben hat: des Christen Herz auf Rosen geht, wenn es mitten unserem Kreuze steht. Wir hören jetzt zuerst, ich denke, wir werden es gut hören, die kleinste Glocke. Und wer ganz hinten steht, der kann sie natürlich auch hier vorne reinsetzen.
und ist 21,4 Zentner schwer. Sie klingt im Hauptton E1. Als Inschrift sind die Worte gewählt. Auf der Vorderseite Jesus Christus spricht: Ich bin das Brot des Lebens. Und auf der Rückseite: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Auf der Glocke ist Jesus Christus als Gastgeber dargestellt, der sich selbst für uns gab und im Heiligen Abendmahl immer wieder neu beschenkt. Diese Glocke wird als Gebets-, Ruf- und Gottesdienstglocke über unserem Ort erklingen. Thank you.
dann zusammen mit den anderen Glocken zum vollen Geläut zu erklingen. Mit diesem Geläut läuten wir heute natürlich die Karwoche ein, aber auch den Palmsonntag. Ich erinnere mich noch gut an den Glockenbus in Innsbruck. Dort hatte ich ein Bibelwort aus dem Propheten Jesaja gewählt, eigentlich ein sehr unbekanntes Bibelwort. Da heißt es, wie lieblich sind auf den Bergen die Spuren der Freudenboten, die da Frieden verkünden, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zum Volk des Herrn, dein Gott ist König. Und das wollen wir jetzt erbitten, dass uns diese Glocken die Freudenbotschaft von der Liebe und Nähe Gottes bringen. Lasst uns beten. Lebendiger, ewiger Gott, wir danken dir für deine Begleitung. Wir danken dir für den Baueinsatz, für alles, was bisher geworden ist. Und wir bitten dich, dass diese Glocken, egal wen sie erreichen, in unserem Ort und weit darüber hinaus, Boten sind, die dein Wort verkündigen, die einladen zu deiner Liebe, zur Nachfolge, sich darauf zu besinnen. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert in Ewigkeit. Amen. Ich möchte an dieser Stelle, wie das Geläut beginnt, noch Folgendes sagen. Der Kirchenvorstand hat eine leicht veränderte Glockenordnung erlassen. Die größte Veränderung ist, dass es in Zukunft vor den Gottesdiensten jeweils eine Stunde und eine halbe Stunde vorneweg läuten wird, also nicht mehr zwei Stunden, sondern eine halbe, eine ganze Stunde zuvor. Das haben wir deshalb so geordnet, weil wir merken, dass durch die wechselnden Gottesdienstzeiten es nicht mehr immer und überall klar ist, hat es jetzt schon mal geläutet oder noch nicht. Ganz egal, ich denke, wir werden uns sehr bald daran gewöhnt haben. Es sei noch weiter gesagt, dass jetzt zwar die Glocken schon in Betrieb genommen werden können, aber bisher keinerlei Programmierung möglich ist. Es ist also bisher nur das Einschalten sozusagen vor Ort möglich. Wir werden in Zukunft jetzt das Abendläuten weiter beibehalten und hoffen, dass in der übernächsten Woche dann die Programmierung auch steht, dass es in altbewährter Weise das volle Geläut dann immer zu den Tageszeiten, zum Gebet, zu den Gottesdiensten, zu Hochzeiten, aber auch zu Beerdigungen erklingt. Jetzt werden die neuen Glocken eine Viertelstunde läuten. Wer sagt, da muss ich jetzt zwischendurch mal rausgehen, der kann das gerne machen und sich das von draußen anhören. Zum Abschluss danach, in der Viertelstunde, wollen wir mit einem gemeinsamen Gebet und auch einem Liedvers hier drin wieder schließen. Wer dann wieder zurück ist, der kann das machen. Der Glockenton an sich ist aber noch nicht begehbar. Jetzt beginnt die Silberglocke oben auf dem Turm und die anderen Glocken, die stimmen jetzt gleich ein.
wir gesehen, viel gesungen, oft geklagt. Menschen, Zeiten, Reiche gehen, läuten weiter unverzagt. Preisen laut den Herrn der Welt, rufen weiter zum Gebet, weil nur Gott in Händen hält, jeden, der treu zu ihm steht. Weiter sollen die Glocken klingen, weiter durch den Lauf der Zeit sollen von Gottes Treue singen. Die bleibt fest in Ewigkeit. Lasst uns beten. Herr unser Gott, mit großer Freude loben und preisen wir dich an diesem Tag und danken dir, dass wir diese neuen Glocken für unsere St. Johanneskirche nun in den Dienst nehmen konnten. Wir sehen darin die großen Zeichen deiner Freundlichkeit, denn deine Stimme will uns auf vielerlei Weise erreichen. Gib auch, dass wir darauf hören. Wir bitten dich, segne alle, die die Glocken bedienen, alle, die zum Bau an dieser Kirche beitragen und beigetragen haben. Gib, dass das Geläut dir zur Ehre und uns alle zum Segen viele Jahrhunderte weiter erklingen kann. Das bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus und beten gemeinsam, wie er es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So segne und behüte uns und den Dienst dieser Glocken, Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und ich denke, wir können miteinander voll Freude einen Vers singen. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Nun danke alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Der große Liebe tut an uns und allen Händen, der uns von Sonntag und wer noch was wissen will, der frage jetzt. Oder schweige für immer. Herzlich willkommen in der St. Johanneskirche in Scheibenberg. Heute haben die Glocken unserer St. Johanneskirche das erste Mal geläutet. Ein komplett neues Geläut, was im Jahre 2010 gegossen worden ist in Innsbruck. Diese drei Glocken, die jetzt über unsere kleine Erzgebirgsstadt klingen werden, sollen einladen zum Gottesdienst und zum Gebet. Sie sind in diesen neuen Turm eingebaut worden, auf einem ganz neuen Glockenstuhl. Und auch der Kirchturm an sich ist massiv ertüchtigt worden. Das wird noch einige Monate dauern, aber wir denken, dass wir dann am Ende einen wunderschön sanierten Glockenturm haben und die neuen Glocken über viele Jahrhunderte einladen, immer wieder zum Gottesdienst, zur Erinnerung an das Wirken Gottes unter uns. Und darauf freue ich mich sehr und bin froh, dass wir jetzt in diesem Bauabschnitt schon so weit gekommen sind.